Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von BLK Regional am Freitagabend. Schön, dass Sie wieder gemeinsam mit mir in ein hoffentlich schönes Wochenende starten. Aber zuvor gibt es bei uns aktuelle Themen rund um den Burgenlandkreis. Und wir fangen gleich mit dem ersten Thema an. Die alljährliche Karnevalssession, die endet ja bekanntermaßen am Aschermittwoch. In diesem Jahr war das vor gut 14 Tagen, genau am 1. März. Wer nun denkt, die Funkengarden haben bis zur nächsten Saison Pause, der irrt gewaltig. Nämlich am letzten Wochenende fanden die 9. Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport im Euroville Naumburg statt. 17 Vereine waren gemeldet, unter anderem auch der Ausrichter, der Karsdorfer Karnevalsverein e.V. Maud und Marco Mittag, die waren mit Kamera und Mikrofon beim letzten Aufbäumen der Karnevalssaison 2017 mit dabei. 71, 76, 77, 74, 81, 75, 76. Damit sicherte sich die kleine Sternengarde des Karsdorfer Karnevalsvereines den ersten Platz und qualifizierte sich automatisch für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft in Hannover. Die 19. Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport fing für die Karsdorfer schon mal gut an. Erstmalig als Ausrichter der Landesmeisterschaft lastete natürlich ein besonderer Druck auf dem Verein. Die Planung geht schon gute 2 Jahre. Es geht los mit der Hallenplanung, mit der Planung der Versorgung, mit der ganzen Logistik für Stühle, Tische, Bühne, Technik, alles was dann vorgeschrieben ist für ein BDK-Turnier. 17 Vereine, 350 Tänzer und 150 Betreuer waren am Sonntag in die Domstadt gekommen, um sich im karnevalistischen Tanzsport zu messen. Dazu verfolgten über 800 Gäste gespannt die Darbietungen auf der Bühne. Den strengen Augen der Jury entging nichts. Jeder Fehler wurde mit Punktabzug geahndet. Die Punktrichter kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und waren an dem Tag ehrenamtlich im Einsatz. Auch wenn es um den karnevalistischen Tanz geht, ist die Landesmeisterschaft eine ernsthafte Sportveranstaltung. Gleich zu Beginn die Frage, welche Bedeutung hat diese Form des Tanzes jetzt? Für den Karneval eine sehr hohe Bedeutung. Der karnevalistische Tanzsport ist in den letzten Jahren doch ein sehr wichtiges Element geworden, gerade für die Kinder und Jugendlichen, die sich an diesem Wettstreit messen und natürlich auch mal sehen wollen, wo stehen sie im Land, wenn es gut geht, sogar vielleicht nicht nur im Bundesland, sondern auch im ganzen Land in unserer Republik. Wann haben Sie den Spaß an dieser Sportart gefunden? Ja, der Sportart an sich gehört zum Karneval dazu. Am Karneval selber 1986, also das ist schon eine ganze Weile her. Und ich glaube, im Karneval gibt es immer 3 tragende Säulen. Das ist einmal natürlich der Tanz, dann das gesprochene Wort und der Gesang. Alles 3 gehört zusammen und alles 3 ist mir auch gleich lieb. Wie bei jedem anderen Sport auch, besteht eine Verletzungsgefahr. Meist sind es Gelenkverletzungen bei den Sprüngen. Ausschlaggebend dabei ist der Untergrund bzw. die Stabilität der Bühne. Ja, Herr Kowalski, Sie sorgen heute für die Sicherheit bzw. wenn Verletzungen passieren. Sind Sie das erste Mal dabei, dass Sie dann die Obhut haben? Bei diesem Turnier ja, aber wir haben in Wetzendorf, also im Ortsteil von Karsdorf, jedes Jahr auch ein Turnier von einer Konkurrenzgesellschaft, würde ich mal sagen. Und da war ich schon öfter dabei. Wie groß ist jetzt die Gefahr einer Verletzung und mussten Sie schon oft einspringen? Selten. Also ich würde sagen, im Durchschnitt vielleicht bei jeder 5. Veranstaltung eine etwas schwerere Verletzung. Die meisten kommen aber ohne große Hilfe von der Bühne. 13 Disziplinen standen am Sonntag auf dem Plan und 39 Pokale sollten vergeben werden. Eigentlich muss ich sagen, sind die Platzierungen nicht so wichtig. Es ist eigentlich viel wichtiger, ich sag mal, dass hier jeder Spaß hat. Gerade die Tänzerinnen zeigen, dass sie ihren Spaß haben. Und wenn sie ihren Spaß haben und zeigen, der ja auch bepunktet wird, alleine mit 10 Punkten, schon kommt der Erfolg dann von ganz allein. Ach komm, sind Sie doch mal nicht so knausrig mit Ihrer Aussage. So ein bisschen im Hinterkopf hat der Chef doch was. Ich sag mal, unser Ziel ist eigentlich immer, dass jede Truppe so ein bisschen aufs Treppchen kommt. Und wenn wir einfach sagen, in jeder Altersklasse einen Treppchenplatz, dann sind wir schon zufrieden.
Ganz so viel ist es dann doch nicht geworden. Am Ende konnten die Karsdorfer zwei Pokale mit nach Hause nehmen. Zum einen zweiten Platz in der Kategorie Tanzpaare, Altersklasse 1, mit Vincent und Hannah Kracht. Und zum anderen einen ersten Platz in der Kategorie Tanzgarde, Altersklasse 1, mit der kleinen Sternengarde. Neben Karneval war natürlich noch eine ganze Menge mehr los im Burgenlandkreis. Was genau, das haben wir für Sie jetzt in unseren Meldungen zusammengefasst. Wie von uns gewohnt, kurz und kompakt. Der Zirkus Afrika gastiert zurzeit im Burgenlandkreis. In Naumburg und in Kürze in Weißenfels. Ein Zirkus mit langer Geschichte. Am Mittwoch waren wir beim Frühstück der Tiere vor Ort. Zirkus Afrika, Familie Weisheit in der 7. Generation. Wir sind eine alte Thüringer Artistenfamilie. Und Direktor Otto Weisheit hat den Zirkus 1962 gegründet, kam als Spross der Hochseilartistenfamilie aus Gotha, hat er sich selbstständig gemacht und kam nach Westdeutschland. Hat da drüben in Westen den Zirkus gegründet und nach der Wende sofort in der Heimat wieder zurück. Und seitdem touren wir hier durch den schönen Bundesländern und freuen uns immer wieder auf ein Gastspiel in Naumburg und auch in Weißenfels. Seit 4 Monaten ist ein ganz besonderes Mitglied der Zirkusfamilie dabei. Ein Zebroid. Mutti ist ein Zebra, Papa ein Pony, ein Shetland Pony. Die haben sich ineinander hier im Zirkus Afrika verliebt. Und was dann nach etwa 12 Monate kam, das Licht der Welt erblickt hat, das haben wir selbst nicht geglaubt. Ein Bronze, schwarz gestreiftes Zebritfohlen, also kein Streifenhörnchen. Und das ist natürlich was ganz europaweit einmalig in einem Zirkus. Es ist ein lieber, kleiner, männlicher Hengst. Und er hat auch noch keinen Namen, wir suchen noch einen Namen. Und wird hier in Naumburg auch zu sehen sein in der Tierschau. Zebras und Pferde sind zwar weitestgehend verwandt, dennoch nicht zwangsläufig fähig, Nachkommen zu zeugen. Wir haben die Liebe freien Lauf gelassen. Wenn sich zwei Kreaturen finden und haben so ein großes Herz, dass es dazu reicht, dass es 3 werden, dann soll man noch die Natur in freien Lauf lassen. Und es freut uns ja auch. Wir haben Nachwuchs bekommen. Es ist alles wohl munter und es ist was ganz Besonderes. Der Zirkus hat aber noch weitere Attraktionen im Programm. Wir waren ja das letzte Mal vor 2 Jahren da und haben in diesem Jahr ein völlig neues Spitzenprogramm mitgebracht. Mit internationalen Stars. Die Crème de la Crème der Zirkuswelt ist eingetroffen. Unter anderem haben wir den stärksten Kraftakrobaten der Welt. Der Mann mit dem stählernen Genick und ein Kinn aus Marmor. Er ist auch bekannt als lebender Möbelwagen. Er balanciert zentnerschwere Gewichte auf der Kinnspitze. Aber nicht nur das, wir haben auch Seilakrobaten. Die Geschwister Weisheit, Jeffrey und Ashley Weisheit präsentieren ihren Können auf ein 16 mm starkes Stahlseil. Unter der Zirkuskuppel Flying Jermaine, die Königin der Luft. Ein Besuch des Zirkus lohnt sich also für die ganze Familie. Am Montag gab es im Klinikum Burgenlandkreis wieder einen Treffpunkt Gesundheit. Die beliebte Vortragsveranstaltung fand auch diesmal regen Zuspruch. Denn das Thema an diesem Tag war Cannabis, Möglichkeiten und Grenzen bei der Schmerztherapie. Dr. Alexander Fischer bekam an diesem Tag tatkräftige Unterstützung von Dr. Kerstin Pieper aus Freiburg. Ja, also Herr Dr. Fischer wird erstmal was über die Historie sagen, also nicht zu dem Aktuellen. Ich werde dann mich darauf beziehen, was ist bei der Verordnung jetzt wichtig, welche Patienten kommen überhaupt in Frage, um mit Cannabis behandelt zu werden, wie sind die Indikationen, die Kontraindikationen, wie ist die Sachlage überhaupt. Das Thema an sich ist auch für Dr. Alexander Fischer neu. Es ist tatsächlich so, dass wir noch in der Phase sind, wo wir selber Erfahrungen sammeln müssen. Und das wollen wir eben zusammentun, wollen das auch damit jetzt dokumentieren, dass wir da eine Zusammenarbeit haben. Aber es ist tatsächlich noch Lernbedarf da. Wenn der Lernbedarf etwas gestillt und die Erfahrungen im Klinikum Naumburg gewachsen sind, wird das Thema Cannabis in der Medizin mit Sicherheit auch in unserem Gesundheitsmagazin Gesund Leben nochmal eine Rolle spielen.
Die Redinet Burgenland GmbH erhielt als Tochterunternehmen der Stadtwerke Zeitz am Montag ihre TSM-Zertifizierung. Reinhard Rau, Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., erklärte uns die Hintergründe der Zertifizierung. Ja, TSM steht für Technisches Sicherheitsmanagement. Es ist ein Standard, der fußt auf dem technischen Regelwerk. Für Wasser und für Gas hat das der DVGW, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, entwickelt. Und es ist eine Bestätigung für die Unternehmen, dass es eine hohe Unternehmenskultur vorhanden ist, Organisationssicherheit, dass alle Abläufe entsprechend regelwerksgerecht durchgeführt werden. Ein Team überprüfte mehrere Tage lang das Unternehmen auf Herz und Nieren. Experten auf dem Strom-, Wasser- und Gassektor nahmen alles genau unter die Lupe. Was bedeutet jetzt diese Übergabe, diese Zertifizierung? Ja, die Übergabe ist ein Ergebnis für doch, man kann sagen, anderthalb Jahre Vorbereitungszeit. Das Team, das Sie heute kennengelernt haben, hat sich anderthalb Jahre dieser Aufgabe gestellt. Das war nicht immer einfach, das so neben dem normalen Tagesgeschäft mitzuleisten. Und es erfüllt uns ein bisschen mit Stolz, dass heute das Ganze ohne Beanstandung sogar übergeben bekommen zu haben und damit auch nach außen unserer Kundschaft gegenüber zu signalisieren, wir sind fit für die Energiewende und fit für die Aufgaben, die uns als Netzbetreiber zugedacht sind. Die Redinet Burgenland GmbH ist der Netzbetreiber in Zeitz und ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Zeitz GmbH. Geschäftsführer des Zeitzer Energieversorgers, Lars Ziemann, war ebenfalls zur Übergabe anwesend. Was bedeutet jetzt diese Zertifizierung für die Stadtwerke? In erster Linie sind wir stolz darauf, dass sich unser Tochterunternehmen, die Redinet GmbH, so hervorragend entwickelt hat, die Zertifizierung zum wiederholten Male in allen Sparten letztendlich bestätigen konnte. Und was das für uns bedeutet, ist letztendlich, dass bestätigt wurde, dass die Energieversorgung durch die Redinet sicher, effizient und preisgünstig erfolgt, so wie das der Herr Rau auch ausgeführt hat. Und dass wir uns natürlich auch zukünftig in Konzessionierungsverfahren und allen anderen technischen Anforderungen, die an uns gestellt werden, beweisen können und die Zertifizierung letztendlich ja, dafür ein wichtiger Schritt ist auf diesem Weg. Eine letzte Frage. Wie stolz ist man als Chef auf die Mitarbeiter? Denn die haben es ja alles bewerkstelligen müssen. Ja, extrem stolz. Letztendlich ein Unternehmen repräsentiert sich im Wesentlichen durch die Mitarbeiter. Sie sind unser Aushängeschild nach außen für unsere Leistungen. Sie sind letztendlich auch das Gesicht unserer Stadtwerke und der Tochterunternehmen für unsere Kunden. Also von daher ist der Stolz riesengroß. Das kann ich schon so sagen. Ja, schön. Der Netzbetreiber darf nun das Siegel bis Ende 2021 tragen. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rico Möbel. Wir bringen Farbe in ihr Leben. Auch im Alter schöner wohnen. In einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Kennen Sie die Adams Family? Wenn nicht, können Sie diese am Sonntag im Naumburger Turbinenhaus treffen. Das Amateurtheater Zeitz
macht sie um 15 Uhr mit der teuflischen Familie bekannt. Weitere Tipps und Termine für Ihre Freizeitgestaltung am kommenden Wochenende, die haben wir zusammengestellt in unseren Veranstaltungstipps. Die Freiburger Winzervereinigung lädt am Samstag, den 18. März, zu einer kulinarischen Weinverkostung mit Wein und Käse ganz herzlich ein. Lassen Sie sich vom harmonischen Zusammenspiel verschiedener Käsevariationen in Verbindung mit 6 ausgewählten Weinen des Hauses überraschen. Beginn ist um 18 Uhr und der Preis pro Person beträgt 30 Euro. Um eine Voranmeldung wird gebeten. One Moment in Time – The Tribute Concert. Am Samstag, den 18. März, steht im Weißenfelser Kulturhaus die Whitney Houston Tribute Show auf dem Programm. Der Kult um die charismatische Entertainerin und Poplegende geht weiter. Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat. Das Tribute-Konzert One Moment in Time bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal live zu erleben. Ganz so, als stünde Whitney selbst auf der Bühne. Nia King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. Begleitet wird die in Zimbabwe geborene und jetzt in London lebende Nia King von einer herausragenden Liveband, Chor und Dance-Crew. Multimedia-Show und eine originalgetreue Lichtshow machen dieses Tribute jetzt schon zu einem absoluten Highlight des Konzertjahres 2017. Beginn ist um 20 Uhr. Wussten Sie eigentlich, dass Erbschleicherei gar nicht strafbar ist? Das und mehr erfahren Sie am Sonntag, den 19. März im Hohenmölzner Bürgerhaus. Schmunzeln Sie über kuriose Nachlassfälle und begleiten Sie Familie Schleicher sowie manche unserer Prominenten auf dem Weg zu ihrem Erbe. Erleben Sie amüsante Kleinkunst zum Mitdenken und lassen Sie sich von der Materie fesseln. Mit der Mischung von juristischen Inhalten und komödiantischer Darbietung ist dieses Stück einzigartig. Wollten Sie schon immer einmal Ihre Erbschleicher zusammenfalten und in die Tasche stecken? Dann ist dieses Programm genau das Richtige für Sie. Los geht's um 16 Uhr. Am Sonntag, den 19. März, können Sie an einer Führung durch 1000 Jahre Naumburger Stadtgeschichte teilnehmen. Eine Präsentation mit liebenswerten Details, einzigartiger Bauwerke und Kunstdenkmäler bringen Ihnen die Historie der Domstadt näher. Beginn ist um 10.30 Uhr und Treffpunkt ist der Domplatz. Egal, für was Sie sich entscheiden, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Erleben Sie die auffühlende Zeitreise eines Musikstudenten aus dem Heute durch die Historie zu sich selbst und zu seiner großen Liebe. Was? Wer wagt es? Die Urlaubszeit kann kommen. Mit dem passenden Ahorn Camper haben Sie alles an Bord, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen. Jetzt neu: Verkauf und Vermietung von Wohnmobilen bei Renault Autohaus Schulze, Ihrem zuverlässigen Partner in Weißenfels. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt.
WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Große Schatten werfen ihre Ereignisse voraus. Was ist los? Jetzt, meine Damen und Herren, ist die Katze aus dem Sack. Ich will da gar nicht hin, die machen hier. Zu meiner allerersten Sendung Marco Schied Spezial. Großartig, der beste Schauspieler in dem ganzen Film. Ja, genau so. Schneebedeckt sind die Berge, aber nur im kalten Winter. Was für ein epochaler Satz. Von einer gelungenen Aktion kann hier überhaupt keine Rede sein. Ein satirischer Jahresrückblick von und mit Marco Schied. Auf vielfachen Wunsch gibt es ihn jetzt auf DVD. Danke erstmal. Erhältlich im Nähkästchen im E-Center Weißenfels und bei Ixilon, der Geschenkeboutique im Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling. Die Mutter des Satans ist der Titel eines zum Lutherjahr neu erschienenen Romans von Claudia und Nadja Beinert. In ihrem Buch geht es um Margarete Luther und wie sie ihren Sohn, den weltbekannten Reformator Martin Luther, prägte und in jeder Situation zu ihm hielt. Die beiden Autorinnen stellten ihren spannenden historischen Roman in Zeitz vor. Mein Kollege Michael Thurm durfte da natürlich auch nicht fehlen. Auch der Satan, dessen Namen die Stadtbibliothek Zeitz trägt, kam irgendwann auf die Welt. Er hatte also eine Mutter. Eingeladen von der Gutenberg-Buchhandlung Zeitz und der Stadtbibliothek stellten die Zwillingsschwestern Nadja und Claudia Beinert genau an diesem Ort am 1. März 2017 ihr neuestes Buch »Die Mutter des Satans« vor. Interessierte konnten das vorgestellte Buch auch vor Ort erwerben oder im Anschluss signieren lassen. Es geht um die Lebensgeschichte von Luthers Mutter und um Martin Luthers Kindheit, um seine Jugend und vor allem, wie seine Eltern, insbesondere Margarete, so hieß seine Mutter, wie sie ihn geprägt hat. Diese Geschichte fand großes Interesse und so war der Vorlesungssaal bis fast auf den letzten Platz gefüllt. Auf jeden Fall, also ist da viel schwere Zeit gewesen für alle Menschen damals, egal ob Mann oder Frau oder Kind. Und in Martin Luthers Leben gab es ja einen großen Bruch, als er sich entschieden hatte, Mönch zu werden dann und eben nicht Jurist, wie seine Eltern für ihn geplant hatten. Und wir zeigen im Buch auch auf, was ihn zu dieser ganz eigenen Person, die er, glaube ich, war, und eigenwilligen Person noch machte, was ihn zu der mutigen Person machte und auch ja zu der Person, die letzten Endes den Inhalt des evangelischen Glaubens, also diesen gütigen Gott, der ganz wichtig da ist im Vergleich zum katholischen, wo man den Gott eher als strengen Richter sieht, wie er den entdecken konnte. Und das glauben wir, da hat seine Mutter einen ganz wesentlichen Anteil dran, durch ihre Mutterliebe, die sie ihm gab. Diese These zu belegen war allerdings alles andere als einfach. Also es gibt insgesamt sehr, sehr wenig Quellen über die Mutter und vor allen Dingen über die Beziehung der Eltern zu Martin. Es gibt so zwei, drei Äußerungen, die er selber machte im Rahmen seiner Tischreden dann später. Und es gibt so ein, zwei Hinweise. Die Historiker streiten sich aber. Aber wir haben uns unsere eigene Meinung gebildet, Schlüsse gezogen und das, was wir für eben richtig und sinnvoll fanden, haben wir im Buch umgesetzt. Also so muss man häufig vorgehen, wenn man historische Romane schreibt, weil sie haben nie alle Fakten. Sie haben immer mehrere Puzzleteile in so einem Bild und ja, den Rest müssen sie so ein bisschen ausgleichen und ja, interpolieren sozusagen. Der Roman ist also keine belegte Biografie. Die wenigen Äußerungen waren nur Anhaltspunkte. Na, zumindest um auf die Mutter-Sohn-Beziehung zu schließen, dafür ja. Und dann gibt es so viel, also tolle Sachen, die damals, also toll im Sinne von aufregend, die damals in der Zeit passierten, die man im Buch verweben kann. Wir wollen halt ja auch zeigen, wie die Menschen damals lebten. Die Margarete, also die Mutter von Martin Luther, die hat mindestens zwei Pestwellen miterlebt zum Beispiel. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man schildern kann. Wie gingen die Menschen auch mit diesen vielen Ängsten um, die sie damals hatten? Eine Mutter ist häufig
ein Teil ihrer Kinder vor sich sterben, ist eine ganz besondere Situation, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und mit diesen ganzen Sachen und dann natürlich mit der beginnenden Reformation, wo ja die Erde bebte, glühte, da kann man auf jeden Fall mehr als ein Buch drüber schreiben. Dennoch sind viele Dinge unklar, auch wie viele Geschwister Martin Luther hatte. Man ist sich nicht 100% sicher bei den Geschwistern, aber man sagt, dass Margarete Luther insgesamt mindestens 9 Kinder geboren hat, davon aber 2 Fehlgeburten. Also Martin hatte dann, waren es 7 Kinder, mindestens 6 Geschwister. 10 Geburten ist der Durchschnitt für die damalige Zeit. Zum Beispiel die Mutter von Albrecht Dürer, die ist auch sehr alt geworden, die hat 19 Kinder geboren. Auch Luthers Mutter wurde 72 Jahre alt, was für die damalige Zeit ein hohes Alter war. Also eine Frau im Mittelalter in der Rolle einer Bürgersfrau, was sie war, weil die Eltern waren ja Bürger vom Mansfeld, die hat Kindererziehung gemacht und Haushalt. Ganz klassisch. Und halt fast jedes Jahr ein Kind geboren. Und damit war man damals, glaube ich, schon, und mit den vielen Sorgen und auch den kirchlichen Pflichten, die es gab, da war das Leben einer Frau ausgefüllt, wie heute auch ihr Leben mit 10 Kindern wahrscheinlich mehr als ausgefüllt wäre. Die Beinhardt-Schwestern lassen die Leser und Zuhörer in diese Zeit eintauchen. In einem Auszug wurde das Aufeinandertreffen mit dem Maler Lukas Cranach interpoliert. Luthers Vater war Bergmann. Speziell eigentlich Hüttenmeister, also es war der die Erze, die man aus dem Berg geholt hat, in seinen Hütten, also in Öfen geschmolzen hat. Das war im Mansfeld, baute man Kupferschiefer ab und man wollte das Silber daraus gewinnen. Und Hans Luther war eben Hüttenmeister, also dafür für diesen, sagen wir mal, ganz einfach Schmelzprozess verantwortlich. Also als die Eltern ihren Neustart in Mansfeld angefangen haben, die waren ja eigentlich, also der Vater aus in der Nähe von Eisenach, als sie in Mansfeld begonnen haben, hatten sie nicht sehr viel Geld und der Vater von Martin Luther, also der Hans, der hat sich hochgearbeitet und er hat damit der Familie wirklich dann einen gewissen Wohlstand ermöglichen können. Und damit standen Martin auch die Wege zum Studium offen, weil ein Studium hat damals noch gekostet und musste auch die Lebenshaltungskosten wie heute mussten finanziert werden und das war etwas Besonderes, wenn man auch als Bürgersleut seine Kinder auf die Universität, im Fall von Martin nach Erfurt schicken konnte. Das war ganz, ganz wichtig und da war eine ganze Familie stolz drauf, wenn sie einen Jungen hatte an der Uni, der was auch immer studierte, in Martins Fall eben den Jura sozusagen im Hauptstudium und umso mehr waren die Eltern geschockt, als Martin dann sein Studium abgebrochen hat, um Mönch zu werden. Warum er unbedingt ins Kloster wollte, ist allerdings auch nicht eindeutig belegt. Da streiten sich die Historiker drum. Man sagt immer, es gab ein gewisses Gewitter bei Stotternheim, so die Legende, wo man sagt, dass Martin Luther dann gesagt hat, wenn ich jetzt hier überlebe und der Blitz mich nicht trifft, Gott, wenn du das schaffst, gehe ich danach ins Kloster und diene dir sozusagen. Und das ist die Mär. Wir glauben, dass da einfach schon vorher vieles passiert ist, insbesondere, dass er diesen gütigen Gott finden wollte. Die Menschen sprachen vorher immer von dem strengen, unbarmherzigen Richter als Gott im katholischen Glauben damals. Und er hat gesagt, da muss es noch was anderes geben. Und der Gott muss uns doch, also wie kann ich ins Himmelreich kommen? Und der muss doch gütig sein. Und diesen wollte er suchen und natürlich finden. Und das konnte er über den theologischen Weg im Kloster. Und da hat er dann auch studiert später, ist Doktor und Professor geworden und hat den gefunden für die ganze Welt. Die ganze Welt war bekannterweise erst einmal geteilter Meinung. Dabei wollte Luther die Welt nicht grundsätzlich verändern. Also er wollte ja auch, als er die Thesen angeschlagen hat, wollte er noch keine Reformation der Kirche. Der wollte einfach, dass man unter Gelehrten über den Ablasshandel spricht, über eine bestimmte Themen eben zum Ablasshandel. Und der wollte, wie gesagt, da die Kirche noch nicht verändern. Das hat sich dann, so ist eins zum anderen gekommen, ergeben. Ein ganzes Jahr hat das Schreiben des Buches in Anspruch genommen. Und davon war ungefähr 50% Recherche. Und ja, alle möglichen Recherchen, also alle Literaturrecherchen als allererstes, dann Schauplatzrecherche, dann Expertengespräche. Meine Schwester und ich sind ja beide nicht gläubig. Wir haben halt mit Gläubigen auch gesprochen, sind in Gottesdienst in die unterschiedlichen Länder gegangen, um so ja auch diesen Zauber des Glaubens herauszufinden und zu gucken, was die Leute da einfach auch im Alltag bewegt. Weil Martin Luther hat natürlich, also hat auch aus dem Alltag gesprochen, aber der hat natürlich teilweise auch sehr, ja, theologisch verkopft, finde ich, geschrieben. Und da das zusammenzuführen, das war eine ganz spannende Sache für zwei Nicht-Christinnen. Es war eine Herausforderung. Bei der sie in jedem Fall einiges gelernt hatten.
wie hart das Leben war. Man sagt ja immer, dass die Menschen in der Vorreformation, also in der Zeit vor der Reformation, wenig gläubig waren und dass deswegen die Reformation passieren konnte. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die waren überfromm und deswegen kauften sie auch zum Beispiel so viele Ablässe, weil sie wahnsinnige Angst hatten. Man immer gesagt wurde, alles, was Schlimmes in deinem Leben passiert, passiert, weil du nicht gottesfürchtig bist, weil du der Sünder bist. Und man konnte sich ja der Gottesliebe auch nie sicher sein. Und dass sich die Menschen sehr verunsichert, haben dann eben aus Angst vom Fegefeuer auch viele Ablässe gekauft. Und das war eigentlich eine Überraschung zu sehen, dass die Leute eben ja genau das Gegenteil waren von dem, was man halt immer glaubte, was die Reformation auch ermöglicht hat. Das waren nämlich diese vielen Ängste, von denen Martin die Leute befreit hat. Befreit also vom Satan, denn Luther wurde von seinen Widersachern gelegentlich auch als Satan bezeichnet. Wir kommen zum Wetter für die nächsten Tage in der Rubrik unserer kleinen Wetterplauderei. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon ganz froh gestimmt, dass doch jetzt bald das Frühjahr auf uns herniederkommt. Die letzten Tage zeigten zumindest schon mal angenehme Temperaturen und ab und an mal schon Sonnenschein. Ja, und in 4 Wochen ist ja auch schon Ostern und da sollte es ja dann doch schon Frühling sein. Ob das in den nächsten Tagen so weitergeht, ob wir wieder ein schönes, sonniges und warmes Wochenende bekommen, das zeigen wir Ihnen jetzt ganz detailliert in unserer Wettervorschau für den Burgenlandkreis. Am Samstag ist der Himmel wolkenverhangen und es regnet teils länger anhaltend. Der westliche Wind weht weiter teils böig. Die Höchstwerte der Temperatur liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert die Wolkendecke vorübergehend auf. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 4 und 0 Grad. Örtlich ist Klette durch Reif oder überfrierende Nässe möglich. Der Westwind weht dabei schwach bis mäßig und teils böig. Am Sonntag ziehen rasch dichte Wolken mit zeitweiligem Regen auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung. Die Maximalwerte der Temperatur liegen zwischen 9 und 11 Grad. In der Nacht zum Montag wird es stark bewölkt sein und gelegentlich regnet es oder es ziehen bei mäßigem und teils böigem Westwind Schauer vorüber. Es sind stellenweise stärkere Windböen zu erwarten. Die Temperatur geht auf 9 bis 6 Grad zurück. Und auch am Montag ist es meist bewölkt. Die Sonne kann sich hin und wieder mal durchsetzen. Niederschlag wird nicht erwartet. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Das waren 30 Minuten aktuelle Meldungen aus dem Burgenlandkreis in unserer Freitagssendung von BLK Regional. Am kommenden Dienstag zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle sind wir mit der nächsten aktuellen Sendung wieder für Sie da. Ich freue mich, wenn auch Sie dann wieder einschalten. Bis dahin empfehle ich einen Besuch auf unserer Homepage unter blkregional.tv oder ein kleiner Besuch bei unserer Seite bei Facebook. Der lohnt sich immer. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus, bleiben Sie vor allen Dingen gesund und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.